Frau Präsidentin, herzlichen Dank. Auch wenn Sie glauben, dass die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich nur wegen der Abstimmungen da sind, freue ich mich trotzdem, dass Sie für Aufmerksamkeit sorgen möchten. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, nach einer Stunde Debatte, jetzt ist es etwas schwierig, hier wirklich noch etwas Neues beizutragen. Ich will es gleichwohl etwas versuchen, auf etwas einzugehen, was wir bereits gehört haben. Anknüpfend vielleicht an den letzten Wortbeitrag möchte ich hier doch auch noch mal in aller Deutlichkeit sagen. Der Eindruck, der hier in manchen Wortbeiträgen vermittelt wurde, ist, Kinder seien nicht grundrechtsfähig, Kinder hätten keine Grundrechte, ist vollkommen falsch. Und den sollte man auch so nicht stehen lassen, meine Damen und Herren. Kinder sind grundrechtsfähig, Kinder sind auch beschwerdefähig. Das wurde eben auch mal kurz abgesprochen. Und natürlich sind sie im Rahmen unserer verfassungsmäßigen Ordnung, wie wir sie seit 70 Jahren leben, absolut geschützt und genießen besondere Rechte. Daran sollten wir auch gar keinen Zweifel lassen, meine Damen und Herren. Und gleichwohl haben wir uns in der Koalition vorgenommen, die Bund-Länder-Arbeitsgruppe ist jetzt mehrmals erwähnt worden, zu prüfen, auf welchem Weg wir eine besondere Formulierung von Kinderrechten im Grundgesetz auch schaffen können. Und da mahne ich uns doch alle an, wirklich Sorgfalt zu wahren, wenn wir hier die Verfassung ändern. Denn manchmal ist etwas gut gemeint und am Ende dann nicht gut gemacht. Eins kann ich aber heute schon sagen. So wie die Linke glaubt, die Verfassung ändern zu können, indem sie das, was sich bewährt hat, was übrigens auch Kinder seit 70 Jahren schützt, nämlich das Modell von Elternrechten, Kinderrechten, Familienschutz in unserer Verfassung, dass wir das über den Haufen werfen, Herr Buschmann hat zu Recht darauf hingewiesen, das kann ich Ihnen heute schon sagen, wird mit der CDU-CSU-Fraktion auf gar keinen Fall zu machen sein, meine Damen und Herren. Und auch bei dem zugegebenermaßen wesentlich abgewogenen Vorschlag der Grünen muss man doch schon genau hinschauen, liebe Kolleginnen und Kollegen, was Sie dort formulieren mit einem Spezialgrundrecht in dem Absatz 4a, klingt im ersten Moment gut. Aber was daraus in Auslegung und Rechtsprechung am Ende passiert, wenn Sie ein Spezialgrundrecht rausgreifen, das gewähren und andere nicht, möglicherweise dann an anderer Stelle Kinderrechte sogar einschränken, wenn wir eine solche Spezialregelung haben. Das müssen wir uns genau anschauen. Deswegen sind wir gut beraten, den Vorschlag der Experten der Kommission abzuwarten und dann gemeinsam mit aller Sorgfalt zu diskutieren und nicht vorschnell hier Formulierungsvorschläge für die Änderung unserer Verfassung zu machen. Und eins muss aber auch klar sein. Für uns ist völlig selbstverständlich, dass das, was sich bewährt hat, nämlich, dass Kinderrechte immer dann besonders gewährt sind, wenn wir starke Familien haben. Wenn wir nicht anfangen, wie es einige hier getan haben, Elternrechte und Kinderrechte gegeneinander auszuspielen, das sind zwei Seiten derselben Familie, meine Damen und Herren. Kinder sind immer dann stark, wenn die Eltern und die Familien stark sind. Darauf werden wir bei der Grundgesetzänderung am Ende auch achten. Das kann ich Ihnen heute schon versprechen, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich doch eins noch sagen, wenn 30 Jahre Kinderrechtskonvention jetzt mehrmals angesprochen wurden, die, auch das haben wir gehört, einfach gesetzlich umgesetzt ist in Deutschland. Praktisch für Kinder tun wir doch was durch einfach gesetzliche, durch tatsächlich durch praktische Politik und nicht durch Grundgesetzänderungen. Ja, das ist richtig als ein gewisses Symbol. Das haben wir jetzt mehrmals gehört. Aber schauen Sie sich doch an, was wir tun. Wir haben über Kindergeld gesprochen, haben was verändert. Wir haben Elterngeld verändert. Wir haben Kita-Ausbau verändert in den letzten Jahren. Wir haben jetzt einen Digitalpakt. Alles das sind bildungs- und familienpolitische Punkte, die Kinder doch unmittelbar nutzen. Wir reden jetzt über Cybergrooming, dass wir da die Strafbarkeit ausweiten, dass wir tatsächlich Angriffspunkte haben. Das sind doch Dinge, die Kinder jeden Tag schützen, meine Damen und Herren. Und dafür brauchen wir keine Grundgesetzänderung. Die ist wichtig am Ende, dass wir, wenn wir da ein klares Signal haben, aber den Schutz von Kindern, von Kinderrechten, das schaffen wir durch tatsächliche pragmatische Politik jeden Tag und nicht durch Symboldebatten, meine Damen und Herren. Wir haben den Koalitionsvertrag selbstverständlich unterschrieben und Sie haben offenbar, Herr Müller, meiner Rede nicht zugehört bisher.
Und das ist das Problem, dass von den Seiten rechts und links dieses Parlaments diese Debatte missbraucht wird, um hier Gerüchte zu streuen. Ja, Sie haben gesagt, Sie haben uns eben vorgeworfen, wir würden die Kinder als Eigentum der Eltern betrachten. Das ist Ihr Verständnis von Familie. Das ist nicht unser Verständnis, meine Damen und Herren. Und deswegen machen wir auch eine andere Politik als Sie. Und deshalb, meine Damen und Herren, rufe ich uns alle auf, mit etwas mehr Ruhe, mit etwas mehr Sorgfalt dieses Thema anzugehen. Gerade wenn es um unsere Verfassung geht, sind Schnellschüsse immer falsch. Und deshalb lassen Sie uns abwarten, was die Expertenkommission, was die Bund-Länder-Arbeitsgruppe uns vorschlägt, und lassen Sie uns dann in einem abgewogenen Prozess gemeinsam entscheiden, welcher Weg der richtige ist. Herzlichen Dank. Okay.